Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Apex Legends. Und ja, wir gehen direkt rein. Anderes Battle Royale. Ich mag sehen, wie der Hype so ist. Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist cool. Wir schauen mal. Okay, ich habe schon ein, zwei Runden gespielt. Und hoffe, es wird gut. So, wir nehmen hier Lifeline. Zack. Ich bin ein bisschen einfacher. Ach, und auch so läuft. Den haben wir dann so dabei. Ich bin gleich gespannt. Jetzt gleich können wir erst sehen, wie gut die eigentlich sind, mit denen wir spielen. Wie viele Kills die insgesamt haben. Wie ihr wisst, habe ich natürlich 0 Kills. Aber das ist ja auch Schnuppe. So, 0 Kills, 0 Kills. Oh, hier. Utrecht Boy hat 22 Kills. Also wäre ich gar nicht so schlecht. Ich bin Level 4. Ich habe schon ein, zwei Runden gespielt. Also von daher, wundert euch nicht. Oh, der Champion hat aber richtig viel. Also der wird wahrscheinlich die... zu rocken. So, Utrecht Boy ist Jumpmaster, das bedeutet, er wählt aus, wo wir landen sollen. Wir können es auch alleine machen, aber ich gehe meistens mit. Denn es geht darum, mit seinen Squads, mit seinen drei Leuten, auch hier was zu reißen. Okay. Wo er sagt. Da hinten willst du landen? Na gut. Wo die Viecher da hinten? Da ist es gut, meinst du? Am besten wäre es ja da auf dem Brückenschiff zu landen. So, dann gehen wir auch dann. Los geht's. So, das ist natürlich sehr cool gemacht, muss man sagen. Das ganze Spiel schockt sogar richtig, finde ich. Macht wirklich Laune. Ist auch mal was anderes. Also ist natürlich nichts anderes. Auch ein Battle Royale, aber irgendwie macht es echt Spaß. Also ich habe wirklich Spaß dabei. Deswegen. Geht direkt weiter. So, ein paar Sachen sammeln erstmal hier. Wie bei allen Spielen erstmal Waffen sammeln. So. Oh, eine Waffe, das ist schon mal gut. Ob da was drin ist. Nehmen wir das Scharfschützengewehr wieder. Okay. Triple Take, dreiläufiges Scharfschützengewehr. Sieht ja auch nicht verkehrt, nehmen wir lieber das. Ich habe keine Ahnung, wie die Waffen sind. Ich kann euch da noch nicht so groß was erzählen drüber. Ich weiß nur, dass ich das cool finde, was es hier für eine Waffenauswahl gibt. Also hier kann man sich hochziehen, wenn man will. Also erstmal bei unseren Leuten bleiben, weil wenn die weg sind, steht man hier ganz schön doof alleine da. Und das ist natürlich uncool. Da muss ich schon auf seinen Squad verlassen können. So, kleiner Schildpanzer. So, ich bin sozusagen ein Sunny. Macht ja auch Sinn, Sunny zu sein. Für mich. Wenn ich ja immer so viel Leben verliere, wenn ich gegen andere spiele. So, ich laufe jetzt hinter ihm, Finboy her. Was natürlich dumm ist. Eigentlich müssen wir unserem anderen Kollegen hinterherlaufen, weil Utrecht Boy ja schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. So, ein bisschen Slime hier. Das ist ziemlich cool. Was denn? Oh, ein Rucksack? Nämlich deinen Rucksack, wenn ich darf. Du hast diesen Objekt aus. Achso, ich habe schon so einen Rucksack. Okay, dann ist es egal. So, das ist für Schilder. Man sieht, kann man immer diese Teile, diese viereckigen, die aufgetaucht sind, zeigen an, wie viel man überhaupt durch die Gegend schleppen kann. Das. Tiefbeschleunigung auch mit. New Kill Leader, okay. New Kill Leader, as out form. So, wir müssen mal gucken, wo wir hin sollen. Finn, was ist unser Typ? Was habt ihr denn vor? Wo habt ihr Bock hinzulaufen? Ist ja auch wichtig für uns zu wissen. Ich mach mal hier mein Logo, blende ich mal aus, weil ich glaube, das nervt so ein bisschen. Dann könnt ihr gar nicht sehen, wo ich bin. So, wir laufen Utrecht Boy hinterher. Ich bin nicht im Dings drin, also ich bin wirklich nicht im Chat drin. Ich hab zwei, drei Runden im Chat gespielt mit den Leuten. Alter, einige labern nur Scheiße. Bei anderen geht's gut, bei einigen halt nicht. Und deswegen... Helm haben wir schon. 3 Milliarden Helme. Doch geil, dass Utrecht Boy überhaupt nicht bei uns auf uns wartet, irgendwie. Aber egal. Vielleicht ist auch ein Solo-Gänger. Man weiß es nicht. Nimm mal die ganze Munition mit. Man weiß ja nie, ob man nicht doch nochmal irgendwo hin muss. Hui. So, Gegner haben wir noch nicht gefunden.
Was ja irgendwie auch ein bisschen schade ist. Oder auch gut. Kommt nur drauf an. Oh, hier eine Granate. Mit. Da sind wir auch voll fast. Haben noch einen. Eine Sache können wir noch mitnehmen. Laufstabilisator. Sehr gut. Naja, ihr werdet ja sehen, wie schlecht ich spiele. Aber trotzdem macht es ja Spaß. M-Lock. Ah, wir halten die hier. Ja, ich schmeiß erstmal alles hier hin. Alles, was ich nicht brauche, oder was? Ja gut, gucken, was hier drüben ist. Knockdown Shield, okay. Wilde Granate. So, jetzt haben wir auch alles voll. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht. Oh, der Champion ist tot. Okay. Das ist natürlich kurz gut. Der kann nicht mehr gefährlich werden. Der sah mich schon sehr gefährlich aus mit seinen ganzen Abschüssen. So, Finn, wo wollt ihr denn jetzt überhaupt hin? Utrecht Boy läuft nach da. Also, wie dumm ist das denn, dass wir alle in verschiedene Richtungen laufen? Macht das Sinn? Eigentlich noch nicht, oder? So. Wie man es kennt, ne, natürlich, der Ring, der wird immer kleiner. Kann uns aber im Moment noch egal sein. Oh, jetzt höre ich schon Schüsse. Gut, wo sollen wir hin? Will ich gar nicht, ne? Ich sage. Thanks. Care package is coming in. Big dings in that. Reloading. Shields. Give me a sec. Recharging shields. Oh, da hat er mich erwischt. Los, mach mich heile. Mach mich heile. Reloading. Ja, kommt her. Up in the chimney. Getting shot at. Give me a sec. Ja, das war's. Doch so geil, dass keiner einen versucht, wieder zu beleben. Mal gucken. Ne, ja, das war's, ne? Kurze, schmerzlose Runde. Oder auch nicht. Doch, Finn hilft mir ja nicht. Finn ist der Einzige, der noch da ist. Cool, wenn er versuchen würde, uns noch zu bergen, aber das macht er natürlich nicht. Aber wenn er das hinbekommt, dann ist es wirklich ein cooler Typ. Dann könnte er uns ja bergen an diesen Luftdingern, die überall rumstehen, aber das macht er, glaube ich, nicht. Seht zu! Hört doch die Schritte von den Gegnern. Da ist er! Er ist nach oben. Ach, er wird gleich erschossen von hinten. Und lauf weg. Lauf. Du schaffst es. Lauf. Da ist es ja auch. Los. Dauert allerdings ein bisschen. Hat mich natürlich nicht geholt, der Spacko. Naja, ich hätte den anderen wahrscheinlich auch genommen. Hätte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht.
So, eine weitere Runde. Und wie ihr sehen könnt, sind wir noch zu zweit. Was? Wo fehlt denn der dritte Mann? Na gut. Zu zweit spielen. Na, da ist er schon. Joe Lawso und CCLFC. Nothing like cold steel on a hot day. Follow me if you want to win. So, dann hören Sie mal. Gucken wir mal, ob wir damit besser kämpfen können. I cannot wait to win that, friend. Ja, ganz cool ist der Roboter, finde ich. Der hat was. So, bin mal gespannt, wie gut wir sind. Also ich habe, glaube ich, immer noch 0 Abschüsse. Und mal sehen, wie viel die haben. 0 Kills, 30 Kills, okay. Also CCLFC, mit denen werden wir ein bisschen rumeiern. Gucken wir mal. Introducing your champion. It takes a lot to take me out. 55 Kills. Top 3 Platzierung 9. Okay, nicht schlecht. Okay. Jumpmaster ist Joe Lawso. Einen Vorschlag machen? Pass auf. Und gehen alle auf das Schiff. Die Gegner haben es auch angepinkt, wie man sieht. Ist denn so? Die sind sogar vor uns da, leider. Was ist denn so? Oh. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. So, mal sehen, wo uns das hinbringt. Wo will er denn, dass wir abspringen? Der gute Champion, wir schauen mal. Okay. Wir folgen mal Mr. Games 0555. Der hat auf jeden Fall derbst viele Abschüsse gehabt. Mal sehen. Er kennt sich hier aus. Er landet da auf dem... Cool. So ein paar Sachen, die man aufsammeln kann hier auf dem Schiff. Die sehr cool ist. Ein Rucksack. So, Waffen hier irgendwo. Finde ich auch nochmal gar nicht so schlecht. Ein, zwei Waffen brauche ich definitiv. Ah, okay, habe ich mal eine Handfeuerwaffe. Einen kleinen Helm. Aber wir brauchen natürlich irgendwie noch was Cooleres, denn sonst sind wir hier ein bisschen gearscht, aber... Bin ich schon abgehauen wieder? Weil da hinten irgendwo. Okay. Oh, ich bin auf der falschen Seite, würde ich sagen. Na egal. Da. First Blood. The cycle has begun. So, da sind meine Kollegen. Oh, muss ich nicht so weit weg werden. Oh, da gibt es aber schon ordentlich Action da hinten. Wir haben eine coolere Waffe hier. Ich habe nämlich nur Schrott. Ja. Mr. Action hinterher da. Mr. Games. Ich glaube, der hat es drauf hier in dem Spiel. Ich bin gespannt. Zack, nehmen wir die lieber mit. Geschossen. Bessere Waffe. Jeden Fall. Reloading. Deine Automatikwaffe ist natürlich noch cooler. Recharging my shield. Naja.
Weiß nicht, die war cooler, die Waffe. Ich glaube, die war gar nicht so cool. Aber egal. Die Waffe war besser, oder? Hier? Da, die nehmen wir. Okay. Rucksack vor, später kommt dann auch. Oh, da schießt schon wieder jemand. Ja, setzen wir mal. Wo sind die hin? Oh, ich, ey, ich bin auch zu langsam, ne? Ey, man muss sich erst mal gewöhnen. Das Geile ist natürlich, dass man nichts bauen muss, wie bei Fortnite. Das nervt mich einfach dermaßen immer. Ich laufe dem Mr. Games hinterher, weil ich glaube, der andere Typ ist ein bisschen schlecht. Beziehungsweise genauso schlecht wie ich. Wir müssen ein bisschen schneller zu diesem Ring hin. Aber wo geht's hier raus? Hier. Machen wir durch. Keine Reservemunition, ist natürlich schlecht. Dann hier so drin. New kill leader. I must confess, it's what I long for. Ein bisschen Munition hier nehmen. Administering medical aid. Health drone if you need it. Was ist denn hier hinten drin? Haben wir gleich gesehen. Okay. Ja, da war noch eine Kiste. Wo kommt die denn her? Eieiei. Acht kurz verbleiben. Weg. Shields are recharging.
Munition kann ich nehmen. Need to recharge my shields. Kurz abwarten. Oha. Recharging shield. Reloading. Killed an enemy. Kill leader appointed. Need to recharge my shields. Shit. So. Bitte schwede. Getting shot at. Reloading. Recharging. Let's go to this area. Ja, hier muss der Games, der dreht komplett ab, merkt ihr das? Hier muss der Games, der kann es einfach, oder? Merkt ihr das, ja? Calling in a lifeline package. Not far from the ring, half a minute. Myself up. 10 seconds remain. The ring is cut. Patching myself up. Hey, hey, hey. Warning. Ring closing. Body shield here. Level 3. Das habe ich schon geholt. Los, komm, komm in die Richtung. Laufen. Oh, oh. Firing. Down to subject. Patching myself up. Reloading. Subject deceased. Noxious gas deployed. Vision is clear. Gas trap deployed. Placing gas trap. Round 3. Beginning ring countdown. Kollegen dahin. Ey, die können einfach alle wegflanken hier. Ich bin total mies. Reloading. Healing my wounds. Hostile
ist der Typ ein Hammer, den wir da spielen. Lass mal aufladen hier. Okay. This ring. Level 4. Those care packages likely shift the Delta in our favor. Recharging my shields. Okay. Nein, wir sind ja im Ring drin, deswegen kann es das egal sein. Wo ist er denn schon wieder hin? Okay, wo sind die anderen? Wären wir lieber bei Mr. Games. Punching a tunnel. Aber wo ist denn der hin? I set the portal. Was ist das für ein Portal? Let's explore this way. Ich bin der Champion. Der Typ ist einfach nur ein fetter Typ, oder nicht? Ich meine, ich habe nicht viel geleistet hier, aber das habe ich noch nie bei Fortnite geschafft, Erster zu werden. Aber es liegt daran, weil ich es kaum gespielt habe. You are the Apex Champions. Null Kills habe ich. Wie geil ist das denn? Und mit 0 Kills auf Platz 1. Ja, immerhin, ne? Wenn man Mr. Games bei sich hat, dann läuft es. Zack, und wieder raus. Ja, dabei belasse ich es auch, denn ich habe gewonnen. Warum soll ich jetzt noch weitermachen? Nein, wir werden natürlich irgendwie noch versuchen, mal weiterzukommen. Levelaufstieg. Aber es muss ja nicht unbedingt heute sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.